Langkorn Reisesalz 1, Pfeffer 12 Stangen H13 mittelgroße Möhren 11 große Zwiebel Oblauchzehe 1300 g Schweineschnitzel. Unterstrichöl 11 Dose Ananasstücke, Klammer auf 350 Gramm, Klammer zu, 1100 Milliliter saure Asiasoße 1,3 bis 4 Esslöffel Sojasoße unterstrich Personen 1,40 Zubereitung, Portion ca. 460 Kilokalorien 23 Gramm EW 10 Gramm F 69 Gramm KH 7 Lin Reis in kochendem Salzwasser nach Oxangabe garen. Den Lauch putzen, in und in Ringe schneiden. Die Möhren putzen, längs halbieren und in dünne Scheineiden. Zwiebel und Knoblauch schälen. 7 Würfeln, Knoblauch fein hacken. Das Ocken tupfen und in Streifen schneiden. Im Wok oder in eine Pfanne erhitzen. Darin in 5 goldbraun braten. Mit Pfefferwürzen herausnehmen. Die Möhre ist heiße Bratfett geben und 2 dünsten. Dann Lauch, Zwiebel und Knoblauch dazugeben und alles zugedeckt bei mittlerer Hitze 5 braten. Wenn das Gemüse zu trocken wird, 3 bis 4 Esslöffel Wasser dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. 3 die Ananas abgießen, den Saft dabei auffangen. Die Hälfte vom Saft mit Asiasoße und Sojasoße verrühren. Soßenmischung zum Gemüse geben und alles aufkochen. Fleisch und Ananas unterrüben und erhitzen. Die Asiapfanne mit Salz und Pfeffer würzen. Den Reis abgießen, abtropfen lassen. Alles anrichten. Gut zu wissen, Asia-Würze die glorreichen 4 Chili, Knoblauch, Sojasauce und Ingwer geben asiatischen Gerichten den typischen Geschmack. Einfach Chili, Knoblauch und Ingwer fein hacken und in Öl andünsten. Dann klein geschnittenes